Hallihallo, willkommen zurück zu einem neuen Video. Diesmal möchte ich gerne eine Schale machen in der Kaskadeform. Und ich möchte dazu die Crushed Ice Technik benutzen, aber mit Mica. Also mein Mais habe ich so angemischt wie immer, habe das sehr opak angemischt mit dem Enuki von Octopus. Ihr seht das, das ist richtig schön weiß und ich gebe das halt in meine Form hinein, sodass die erste Ebene der Kaskadeform bedeckt ist. Und ich lasse mir da auch Zeit, dass ich sehe, dass sich das Harz schön verteilt. Gebe immer noch ein bisschen wieder hinzu. So, dann meine zweite Farbe ist ein schwarzes Mica, ein schwarzes Pigmentpulver und das gebe ich einfach in die Mitte der Form, genauso wie beim Crushed Ice Effekt. Und ich bin gespannt, was das Ganze mit Micas macht. Ne? Und ich gieße das einfach so in die Mitte hinein, bis die zweite Ebene der Kaskadeform gefüllt ist. Ist auch wieder ein ganz, ganz einfacher Guss. Und ja, ich liebe es zu experimentieren mit verschiedenen Sorten, ob mit Micas, ob mit Resin-Inks und so weiter und so weiter und Pasten. So, und jetzt nehme ich mein klares Harz und ich fülle mir praktisch meine Form so auf, dass ich jetzt am Rand angelangt bin. Sieht bis jetzt noch sehr unspektakulär aus. Ich nehme jetzt auch mal eben meinen kleinen Sturmfeuerzeug und mache ein paar Bläschen kaputt. Hier bitte immer vorsichtig sein, dass ihr euch das Harz und die Form nicht verbrennt. Also immer in schnellen kleinen Bewegungen drüber. Und dann habe ich überlegt, ich habe ja jetzt das kleine Guckloch da in der Mitte und ich mixe mir noch ein bisschen Glitter und das Glitter ist das Fantasy Pewter, das ist von Laura's Art Corner. Das ist so, so gräulich silber, richtig schön. Das ist ein relativ neues Glitter und ich habe gedacht, das passt ganz gut von der Farbe her. Nicht zu aufdringlich. Mixe mir das einfach jetzt zusammen. Ja, ein paar Spachtelhäufelchen und dann gebe ich das Ganze gleich auch in mein kleines Guckloch. Ich müsste das an sich mal ausprobieren mit weniger klarem. Also ich habe auch noch mal vor, passende Kaskade-Untersetzer zu machen, vielleicht in verschiedenen Blautönen. Ich muss mal schauen, was ich da so habe und mal gucken, wie es aussieht. Ohne Glitter, wie sich das Harz dann später mal so zusammenzieht. So, das Glitter-Mix, den Mix, den gebe ich jetzt in die Mitte hinein. Und dann nehme ich noch das Dotting-Tool, verteile mir das so ein bisschen, drücke das auch so ein bisschen nach unten. Und dann lasse ich gleich das Harz einfach wirken. Und ich habe da so eine Timelapse gemacht, so ein bisschen. leider nicht komplett bis zum Ende, weil ich brauchte dann mein Handy, weil sonst hätte ich nicht weiter gießen können. Ich hatte noch was anderes, wo ich mit beschäftigt war. Aber ihr seht jetzt gleich, was das Harz macht. Da müsst ihr nur ein bisschen geduldig sein. Nur ihr seht dann, dass da praktisch wie so weiße Perlen durch das Schwarze durchdringen. Das ist schon Wahnsinn. Wahnsinn, wie Harz arbeitet. Das fängt jetzt gleich auch an. Es wird immer gröber und gröber da, das Schwarze. Und jetzt kommen auch schon so langsam. Ja. Diese weiße Gebilden, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, das sieht fast so aus wie Tropfen. So, jetzt hier musste ich dann abbrechen, aber hier ist nochmal eine Nahaufnahme und das meine ich mit dem Effekt. Es ist Wahnsinn, was Harz so anstellt.
was das für Effekte hervorruft. Und ich wünschte, das hätte ich auch so als Ergebnis, so genauso wie es jetzt da ist, aber es ist halt die Gießseite und das Weiß oben drüber verschließt sich gleich ganz oder so gut wie. Aber ich finde es witzig. Also ich habe das eine ganze Zeit lang beobachtet, was da passiert und ja. Naja. So, und jetzt lasse ich das Ganze so weit aushärten, bis ich es halt aus der Form nehmen kann und mir meine Schale, ja, mein Tablett in meine Schale drücken kann. Und das ist jetzt auch schon der nächste Tag. Ich glaube, das waren ungefähr 20 Stunden später. Ich hatte schon ein bisschen Angst, dass das Tablett ein bisschen zu feste ist. Aber mal schauen. Es hat sich auf jeden Fall gut aus der Form gelöst. Und jetzt einfach mal schauen, was für ein Effekt entstanden ist. Und schaut mal. Das ist so wie so Mini-Crackle-Effekt, Mini-Crushed-Ice. Ist richtig schön, doch gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich kann es auch noch gut in meine Schale drücken. Richtig toll, doch gefällt mir wahnsinnig gut. Es hat was, ja, was richtig Naturhaftes an sich, wie ein Stein. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Und hier ist jetzt nochmal die Nahaufnahme. Und schaut mal, diese ganzen Effekte. Wahnsinn. Wahnsinn, wie Effekte anders mit anderen Materialien entstehen. In den Rieseninks ist es gröber. Je tiefer man eine Form nimmt, umso gröber. Und jetzt hier mit Mica ist es richtig fein. Faszinierend, also Harz fasziniert mich immer wieder. Ja, den Glitter, das hätte ich auch so ein bisschen auflockern können. Ist natürlich jetzt rund, aber nun gut. So, das ist jetzt nochmal das Endresultat. Ich habe die Ränder nicht bemalt, weil ich finde das so, wie das Harz gearbeitet hat mit den Weißtönen und so, das finde ich schon ganz gut, weiß-grau. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich über einen Kommentar freuen, über einen Daumen hoch, wenn es der Fall war. Und ich sage mal, bis zum nächsten Video. Eure Petra. Ciao, ciao.